Wie gehe ich mit nervigen Familienangehörigen um, wenn ich sie irgendwo treffen muss? Der erste wichtige Tipp dazu ist, du musst nicht. Du bist erwachsen, du hast dein eigenes Leben, du musst nicht. Und wenn du dir diese Freiheit erlaubst, kann es sein, dass sich schon sehr viel für dich ändert. Du musst nicht in deiner Familie, du musst nicht in der Schwiegerfamilie, du musst nicht in der Familie deiner Kinder oder Eltern, du musst nicht. Wenn du dann aber möchtest, gibt es ein nächstes Du musst nicht. Nämlich wenn die Situation unangenehm ist, kannst du sie verlassen. Wenn jemand anfängt, zum dritten Mal über irgendein politisches Thema zu sprechen, was dich nervt und worauf du keine Lust hast, geh in die Küche. Mach einen Spaziergang. Du musst nicht. Und dann kannst du rausfinden, was ist mein Bedürfnis? Was wünsche ich mir in diesem Kontakt? Und wenn du dieses Bedürfnis anfängst, dir selber vielleicht erstmal einzugestehen, dann vielleicht zu kommunizieren, den anderen mitzuteilen, das und das wünsche ich mir. Und wenn ich mir was wünsche, hat die andere Person die Freiheit, Nein zu sagen. Das heißt, du wünschst dir vielleicht, dass es endlich mal wieder dein Lieblingsessen gibt, aber die andere Person wünscht sich das nicht. Und dann kann sie Nein sagen. Und wenn du nur wegen des Lieblingsessens dahin fährst, dann brauchst du nicht mehr hinzufahren, weil das gibt's da nicht. So, und das im übertragenen Sinne herauszukriegen, gibt es da ein bestimmtes Bedürfnis und kann ich das da stillen oder nicht? Wir leben ja in einer Gesellschaft, die nicht so sehr mehr von dieser Art von Verbindungen abhängig ist. Und es ist traurig, wenn diese Verbindungen dir mehr Kraft nehmen, als sie dir geben. Aber wenn du das feststellst, dann darfst du was verändern. Und nach meiner Erfahrung ändert sich sehr viel, wenn sich in deinem Innern etwas verändert im Hinblick auf ein gepflegtes Gefühl von Bedürftigkeit. Und wenn das gestillt wird durch das, wie du mit dir selber anders umgehst, dann kannst du im Kontakt viel relaxter sein. Und da, wo die anderen anstrengend werden oder wo sie vielleicht anfangen zu trinken, kannst du sehr deutlich sagen, nein. Und gestalte die Kontakte so, dass sie für dich kraftspendend sind.